Schönen guten Morgen. Es ist Montag und heute ist der erste Schultag seit 3 Monaten oder so. Keine Ahnung. Calvino muss jetzt irgendwie alle 2 Tage zur Schule. Das wurde ja jetzt da geändert, dieses Lockdown-Ding. Und ja, deswegen bin ich so früh wach und mache Brot. Normal würde ich noch schlafen jetzt. Obwohl ich ein Säugling habe. Egal. Eben hier so im Kuchen abbeißen. Bernd schläft noch. Livia schläft noch. Und Smurfy höre ich jetzt da oben rumtippeln. Und ich gehe mal eben Calvino noch mal gucken, ob der aufgestanden ist. Und der muss auch früher aufstehen, wenn er da hin muss. Calvino, aufstehen jetzt, los. Du musst zur Schule. So. Komm. Smurfy, komm. Komm runter. Komm. Dann komm doch mit. Dann nicht. Mache ich mal Zwacker hier. Mitte? Was sagst du? Ja. Es gibt gleich Frühstück für die Maus. Die Milch ist schon bereit, die Milchbar. Ja. Mache ich noch Hafermilch. Mutti braucht erstmal einen Kaffee. So. Und 3 Süßstoff für dich. 3. Oh Mausi. Sofort fertig. Ja, vor allem ist das normal nach ihrer Schlafenszeit. Die war schon wach und am Knöchern. Ja, ja. Die merkt das ja auch, wenn wir alle aufstehen, ne? So. Nochmal eben die Tür vom HWR zu, denn die Waschmaschine schleudert gerade. So. Ich war schön duschen, die Maus hat richtig fein geschlafen und Smurfy auch, der liegt da immer noch auf dem Sofa da hinten. Und dann konnte ich ganz in Ruhe duschen gehen, ganz ausgiebig. Ich lasse jetzt meine Haare mal offen trocknen. Ich habe es gerade schon auf Instagram erzählt und hier jetzt auch nochmal, weil ja nicht alle von euch Instagram haben, dass ich finde, meine Haare sind schon wieder richtig lang geworden. Die waren ja richtig kurz letztes Jahr noch und der Ansatz wächst ja auch fleißig raus. Da ich immer diesen Mama-Dutt habe, den viele von euch kennen, fällt das nicht so auf, wie lang die geworden sind. Ich habe die halt hauptsächlich immer im Zopf, weil die Maus, wenn die so greift, dann hat die ganz schnell die Haare da im Griff und dann, ja, kennt ihr das wahrscheinlich alle selber oder einige von euch. Und jetzt lasse ich die mal trocknen, weil die Maus schläft. Guck mal, die Maus hat lange Haare. Und ich mache jetzt hier ein bisschen den Haushalt. Ich habe schon angefangen. Bernd hat heute Morgen auch schon die Spülmaschine leer gemacht. Die war sauber von gestern Abend noch. Die Brote habe ich nicht geschnitten, wie ich es gestern machen wollte. Deswegen hat der Bernd das in eine Tüte gemacht. Das schneide ich aber gleich alles. Und ja, muss ich hier noch alles wegräumen. Unseren Shaker, wo wir jeden Morgen unseren Shake mitmischen, den muss ich leider von Hand spülen. Der kann nicht in die Spülmaschine. Und ich habe hier schon Bohnen aufgesetzt, die weißen Bohnen. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass ich auf Chefkoch diesen Bohneneintopf machen möchte. Mit Kidneybohnen und weißen Bohnen. Und ich hatte keine weißen Bohnen. Die hat der Bernd jetzt mitgebracht. Und deswegen sind die schon seit, weiß ich nicht, 1,5 Stunden am Kochen. Ein bisschen Biss haben sie noch.
Und dann kann ich gleich endlich unseren Bohneneintopf kochen. Denn heute, ach, das habe ich euch schon erzählt, ne? Ich habe heute Morgen ungewöhnlich früh angefangen zu vloggen für meine Verhältnisse. Dadurch, dass ja Schule ist, ist irgendwie alles so durcheinander. Also das war 3 Monate keine Schule jetzt hier bei uns. Calvino ist ja in der 5. Klasse. Und man hat sich da so dran gewöhnt, ne, dass man morgens, ja, also wirklich, man kann ja halt, Calvino saß manchmal auch in Dings, in Boxershorts vor der Kamera, ist ja egal. Man kann ja total entspannt einfach in den Tag starten. Man muss ja einfach nur rauf ins Zimmer gehen, um in den Unterricht, also im Meeting teilzunehmen. Das ist jetzt vorbei. Zumindest alle 2 Tage. Jetzt diese Woche und nächste Woche. Die haben das so aufgeteilt. Also diese Woche hat der Montag, Mittwoch und Freitag Schule. Und nächste Woche hat er dann Dienstag und Donnerstag. Und dann sind schon wieder Ferien. Deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt nicht, warum die das jetzt für 2 Wochen... Das hätte den Kohl jetzt auch nicht fett gemacht, ne, wenn sie einfach die Schule jetzt zugelassen hätten. Aber ja gut, ist ja nicht unsere Entscheidung, ne, wie so vieles. Ja, gut. Ich fange jetzt an zu kochen. Ich mache das wacker. Und räum auf und dann melde ich mich gleich wieder. Mal eben gucken, ob wir noch Tiefkühlzwiebeln haben. Weil die wollte ich jetzt nicht schneiden. Hier haben wir, weil die Livia ist ja hier bei mir im Tragetuch. Und wenn ich jetzt hier Zwiebeln schneide, dann muss sie, glaube ich, weinen. Dann tränen ihr die Augen. Deswegen ja, sind die gerade sehr, sehr praktisch. Knoblauch haben wir auch tiefkühl, Gott sei Dank. Viel Knoblauch. Und die ganze Paprika. Ich habe jetzt, wir hatten so viele Paprika, weil wir ja gefüllte Paprika gestern machen wollten. Ist ja nichts draus geworden. Deswegen habe ich jetzt anstatt 2 Paprika 4 Paprika geschnitten, weil wir die loswerden müssen. Aber egal. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss eben die Kamera weglegen. Da rein. Ich mache das Kochwasser mit rein, denn da soll eh Gemüsebrühe dran. Und ja, das Kochwasser, da sind bestimmt viele Nährstoffe drin von den Bohnen, die kommen da mit rein. Und hier habe ich die Kidneybohnen abgeschüttet, kommen auch mit da rein. So, und einmal, eigentlich kommen da gestückelte Tomaten rein. Ich habe jetzt halt passierte Tomaten. Was ist nur mit denen passiert? Egal. Einmal ein bisschen Wasser zum Ausspülen. So, zack, genau. Einmal umrühren. Zack, zack, zack. Und dann kann ich das gleich schön würzen. Das kann langsam vor sich hin köcheln. Und, das schmeiße ich eben weg. Dann gibt es da gleich einfach hier Toast. Habe ich ja frisch gebacken. Toastbrot und mein Sauerteig Roggenbrot Ding, wie heißt das, Schniedelwurzbrot. Ach. Ja, jetzt gibt's gleich lecker Essen. Jetzt gibt's gleich lecker Essen. Jo. Oh, was isst du gleich? Lecker Milch? Ja. Wow. Ja. Die Maus. Ja, dann komm mal her. Alle. Hoppa. Ja. Oh. Super. Super. Muss ich nur noch die Knöpfe gleich zumachen. Jo. Komm, jetzt essen wir erstmal. Du sollst auf deinen Platz gehen, hat Herrchen gesagt. Murphy kriegt gerade Knochen und er riecht die schon und wartet noch, weil er muss. Er hat Stress.
Da sitzt. Okay. Ich dachte, der sitzt nicht drauf. Ich wusste nicht, dass der Arm so weit nach hinten gehen kann. Ja. So, jetzt Mittagspause. Und ich glaube, oh, ich bin sehr nah. So. Ja, damit könnt ihr jeden Tag überrascht werden. Ja, klar. Die Molle hat, glaube ich, die Schlafkrankheit. Die schläft jetzt schon noch, wieder. Wenn die wird einen Wachstumsschub oder einen Entwicklungsschub haben, ist doch wohl. Ja. Ich habe ein klein bisschen Reis mitgebracht. Ja, super. Dann können wir irgendwann dann doch mal unsere gefüllten Paprika machen. Morgen. Ich habe dir hier schon das Brot aufgeteilt, also geschnitten und in verschiedene Säcke gemacht. Kannst du einfrieren und einen für sofort zum Essen. Was ist hier für dich? Krieg ich wieder Geschenke? Ich sage mir Edeka gewesen heute. Muss ja nicht extra für mich hin. Doch, weil ich sonst was nicht beschwert. Nachdrücklich, dass ich da dein Gebäckteilchen nicht geschickt habe. Du bist doof. Ja, hast du doch gesagt. Habt ihr gesagt, ich will aber Gebäckteilchen, aber Schweineteilchen. Jetzt habe ich dir Gebäck mitgebracht. Dankeschön. Und hier für den Nachtisch. Tabasco. Zum Löffeln wieder. Palmins. Oh nein, das ist soft. Ich weiß nicht, ob das damit geht, weil das ist ja für kalte Schnauze. Und das ist soft und das muss ja hart werden. Ich gucke mir das mal an. Ist ja egal. Hundefutter. Ja, Hundefutter ein bisschen. Ja. Okidoki. Und ganz viel anderes. Nee, wir kriegen ja auch keinen Grund rein. Schon, aber der hält nicht lange. Hier ist Puderzucker. Ja. Super. Thank you for einkaufen. Banane, Zwiebeln. Ach, guck mal, jetzt 100. Was hast du gefunden? Leckerlis? Weingums. Weingummis. Ja. Ich wollte die mal sehen. Ich sehe die ja im Display. Die schläft tatsächlich. Ja, habe ich dir doch. Meinst du, ich lüge dich an? Ja. So, das ist jetzt der Bohnentopf und den gibt es jetzt bei uns, ne? Brauchst du auch einen Teller? Mein Schatz. Ja, klar. Brauch ich. Nee, ach so, für Schmieren nicht. Gut. Ich dipp einfach nur Toast da drin. Ja, dann bring mit, wenn was ist. Ja? Wenn das heiß ist, dann bringen. Ja, ist gerade am Aufkochen. Ich gucke noch einmal die Maus. Die Maus schläft. Ganz glücklich. Die mag das immer, wenn sie was vorm Gesicht hat. Also, ich habe euch ja erzählt, dass die Maus voll die Schlafkrankheit hat seit gestern. Also gestern hatten wir ja unseren ultimativen Gammelsonntag. Da habe ich euch auch mitgenommen. Und ja, dann habt ihr auch schon mitbekommen, dass sie den ganzen Tag geschlafen hat gestern. Und heute auch. Hat sie auch ganz, 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 ganz viel geschlafen. Macht sie auch immer noch. Macht sie nicht, jetzt ist sie gerade wach. Und ist in ihrem Laufstall und spielt die ganze Zeit voll süß. Und ja. Hier, Morla. Nee, Murmel, nicht Morla. Ja, was ist los? Du hältst mich ja gar nicht so auf Trab. Hier, was ist los? Hier. Und jetzt ist unsere Vermutung, dass sie vielleicht in so einem Schub war oder so. Oder wie auch immer man das nennt, so ein Entwicklungsschritt. Und dass sie deswegen so vermehrt unruhig war. Und jetzt geht es ihr halt wieder besser, ne? Ja, du Maus. Ja, du brabbelst, ja? Die ist so süß. Du hübsche Maus, so ein schönes Kleidchen hast du an, ne? Ja, du bist so zufrieden. Ja. Du Maus. Du Maus. Ja. Kati, Gesundheit. Gesundheit. Ja. Ja. So, das ist, was ich sehe. Das ist, was Livia sieht. Hm, nicht so zum Lachen, ne? Hm. Ja? Was siehst du? Siehst du die Mama, wenn die sich so runterbückt? Das sieht ja fürchterlich aus. Ja, deswegen lächelst du auch immer so. Du lachst mich aus. Ja. Die Maus. Was? Die Maus ist wach. Ich hol sie mal eben. Ich sag eben Tschüss vom Vlog und bis morgen.